Hier werden Helden geboren. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer laufen. Das ist der DATEV Challenge Rot. Triathlon-Leidenschaft seit 35 Jahren. Es sind einfach extrem viele tolle Momente. Sebastian Kienle lebt Triathlon. Mit 12 hat er seinen ersten Wettkampf bestritten. Nun ist er einer der absoluten Triathlon-Stars. Ja, Wahnsinn einfach, was der Sport mir irgendwie in der Zeit gegeben hat. Eine Karriere voller Highlights, wie dem Hawaii-Triumph 2014. Doch sein Debüt auf der Langdistanz gab Kienle in Rot. Das war der Zieleinlauf von meinem ersten Start in Rot 2010, würde ich sagen. Und ansonsten 8 Jahre in Bildern, die dazwischen liegen, würde ich sagen. Wahnsinn. Kienles Rotbilanz, 2 Starts. Zweimal unter 8 Stunden gefinisht, aber jeweils nur knapp Zweiter geworden. Der Sieg in der Triathlon-Hauptstadt Rot, er fehlt. Natürlich würde ich das gerne am Sonntag als Erster dann in die Höhe recken. Ja. Und Rot ist eins der wichtigsten Rennen für uns Langdistanz-Triathleten. Und dementsprechend würde ich mich schon gerne in die Siegerliste eintragen. Ja. Und da irgendwie auch für mich eine Geschichte sozusagen beenden, ja? Irgendwie einen Kreis schließen, der 2010 da angefangen hat. Die letzte Nacht vor dem Rennen endet früh. Ab 4.30 Uhr strömen die Athleten in die Wechselzone. Jeder mit eigenen Hoffnungen, eigenen Träumen, eigenen Ängsten. Kein Triathlet schläft ruhig vor einer Langdistanz, auch Sebastian Kienle nicht. Bei den letzten Vorbereitungen trifft der Top-Favorit auf seine Konkurrenten. Es sind sicher einige, die es zu beachten gilt, auch die am ersten Ständer hier stehen. Klar, Joe Skipper ist ja schon 2-mal Zweiter geworden, der will natürlich auf jeden Fall gerne noch einen Platz weiter nach vorne und hat hier schon wahnsinnig gute Laufleistung gezeigt. Also das ist auf jeden Fall jemand, den man bis zum Schluss auf der Rechnung haben muss. Klar, Andi Dreiz, ich weiß, dass man gerade bei dem Rennen hier vor der Kulisse wirklich über sich hinauswachsen kann. Und ich denke, das wird er auf jeden Fall probieren. Dann James Kanama, der wird auf dem Punkt hier fit sein. Und ja, Cameron Wirth wird sicher probieren, auf dem Rad schon sehr früh richtig Akzente zu setzen und da richtig Gas zu geben. Also von daher sind auf jeden Fall einige da, die man mit auf der Rechnung haben muss. Bei den Frauen gibt es ebenfalls eine klare Siegkandidatin, die Britin Lucy Charles, Hawaii Zweite. Sie hofft auf einen neuen Schwimmrekord und natürlich den größten Sieg ihrer Karriere. Yeah, I mean, I'm gonna go in there, I'm gonna give it my best shot. I think that the crowd is definitely gonna lift me and hopefully bring me to one of my best performances yet. So yeah, fingers crossed. Starke Konkurrenz kommt aus Darmstadt. Daniela Semmler will bei ihrem 3. Start in Rot den deutschen Rekord knacken und das Podium angreifen. Ja, ich fühle mich extrem gut. Ich bin hier runtergekommen und direkt Gänsehaut, muss mich fast ein bisschen beherrschen, nicht Wasser in die Augen zu kriegen. Wird ein harter Tag, es wird wehtun und das muss man annehmen, da freue ich mich auch drauf. Das ganze Jahr gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Weitere Top-Athletinnen, die Niederländerin Yvonne van Flerken, sie hat schon 3-mal in Rot gewonnen. Die Marathonspezialistin aus Finnland, Kaisa Sali, und Laura Sidell aus Großbritannien, im vergangenen Jahr Zweitplatzierte. Die Nervosität vor dem Start ist greifbar, egal ob Profi oder Langdistanz-Neuling. Der Respekt vor dem Wettkampf vereint alle. Ein letzter Kuss, eine letzte Umarmung. Die Jagd nach dem Sieg beginnt.
Die erste Startgruppe der Profimänner eröffnet das Rennen im Main-Donau-Kanal. Der Kanonenknall für die Frauen um Lucy Charles ertönt 3 Minuten später. Nur nicht abhängen lassen. Sebastian Kienle mit der gelben Badekappe ist zwar Top-Favorit, als Weltklasse-Schwimmer gilt er aber nicht. Normalerweise handelt sich Kienle auf den ersten 3,8 Kilometern im Wasser einen Rückstand ein. Doch dieses Mal bildet sich eine große Spitzengruppe. Mittendrin Andreas Dreitz mit der blauen Badekappe und der ehemalige Radprofi Cameron Wirth in Weiß. Der Australier hängt sich direkt an die Füße von Kienle. Nach 1,7 Kilometern folgt der erste Wendepunkt. Keiner der Topschwimmer konnte sich bislang einen Vorsprung herausarbeiten. Die Wassertemperatur im Main-Donau-Kanal liegt unter 20 Grad. Deshalb ist der Neoprenanzug erlaubt. Sein Auftrieb verhilft den schwächeren Schwimmern zu einer besseren Wasserlage. Andreas Dreitz versucht Tempo zu machen. Doch die Konkurrenten lassen sich nicht abschütteln, sparen sogar Kräfte im Wasserschatten des Lokalmatadoren. Die Zuschauer am Kanalufer sind ganz dicht dran an den Athleten. Alle 5 Minuten geht eine neue Startwelle der Age-Grouper ins Rennen und nimmt die Verfolgung der Profis auf. Den größten Applaus aber bekommt Lucy Charles. Die 24-jährige Britin ist ein echtes Schwimmwunder und hat alle ihre Gegnerinnen längst abgeschüttelt. Vor dem Start ihrer Triathlon-Karriere war Charles Profischwimmerin, trat für Großbritannien bei den Olympia-Trials an. Jetzt schwimmt sie sogar den Männern davon. Diese Gruppe ist wohlgemerkt 3 Minuten vor ihr gestartet. Daniela Semmler mit der blauen Badekappe kann da nicht mitgehen. Den Rückstand so gering wie möglich halten, das ist das Ziel der einzigen deutschen Profistarterin. Und natürlich auch das der anderen Verfolgerinnen. Nach 3,8 Kilometern kommt eine große Schwimmgruppe auf den Ausstieg zu und kein Mann hat sich absetzen können. Die ersten 10 Schwimmer sind innerhalb von 12 Sekunden eher ungewöhnlich. Fraser Cartmell verlässt das Wasser als erster, nach 47 Minuten und 44 Sekunden. Ins Ziel kommt Cartmell allerdings nur als 39. Auf Sebastian Kienle müssen die Fans nicht lange warten. 15 Sekunden Rückstand nach der ersten Disziplin. Viel besser hätte es für den Favoriten aus Mühlacker kaum laufen können. Im Eiltempo zieht sich Kienle den Neoprenanzug herunter. Etwas länger dauert es da schon, sich den engen Aeroanzug fürs Radfahren überzustreifen. Der Helmriemen muss geschlossen sein, die Startnummer umgebunden werden. Dann schnappt sich Kienle sein Rad und nimmt die Verfolgung der Führenden auf. Das Schwimmen macht weniger als ein Achtel der Gesamtzeit aus. Der Tag in der Triathlon-Region Rotsee hat also gerade erst begonnen. Joe Skipper in Lila ist der einzige Siegaspirant, der beim Schwimmen nicht mithalten konnte. Lucy Charles pflügt regelrecht durchs Wasser. Nach unglaublichen 46 Minuten und 48 Sekunden hat sie die erste Disziplin geschafft. Eine neue Schwimmbestzeit beim DATEV Challenge Rot. So schnell war noch keine Frau jemals zuvor. Und 2018 übrigens auch keiner der Profimänner. Lucy Charles ist die unangefochtene Nummer 1 im Wasser. Ihr Vorsprung auf die nächsten Athletinnen beträgt jetzt schon über 4 Minuten. Alicia Kay rennt als zweite über die Zeitmatte, dicht gefolgt von Lucy Zelenkova. Die deutsche Hoffnungsträgerin Daniela Semmler kommt als fünfte aus dem Kanal. Ihr Rückstand knapp 8 Minuten.
Und jetzt wird's richtig laut. Auf der Reise, auf dem Weg zum deutschen Rekord. Das Schwimmen der Profis ist beendet. Doch 3400 Age-Grouper und 650 Staffelschwimmer lassen den Main-Donau-Kanal weiterhin wie ein Piranha-Becken erscheinen. Auf der Radstrecke übernehmen die Überbiker. Cameron Wirth ist ein ehemaliger Radprofi. Im vergangenen Jahr hat er den Streckenrekord auf Hawaii pulverisiert. Und wo ist der Favorit? Direkt hinter Wirth hat sich Sebastian Kienle in Position gebracht. Natürlich ist Windschattenfahren streng verboten. 12 Meter Abstand von Vorderrad zu Vorderrad sind Pflicht. Aber den wohl stärksten Radfahrer im Feld will Kienle so früh nicht ziehen lassen und gibt Vollgas, um am Australier dran zu bleiben. Wichtiger Bestandteil einer Triathlon-Langdistanz, die Verpflegung. Nicht nur Trinken ist essentiell. Rund 80 Gramm Kohlenhydrate kann der Magen pro Stunde verdauen. Diese Energie müssen die Ausdauersportler zu sich nehmen. Der Amerikaner Jesse Thomas bleibt ebenfalls am Führungsduo Wirth Kienle dran. Volles Risiko bei seinem ersten Start in Rot. Beeindruckend, wie spielend leicht die Profis die Steigung am Kalvarienberg in Greding heraufsprinten. Im Schnitt 10% geht es hier bergauf, 2 Kilometer lang. Es ist einer der stimmungsvollsten Orte auf der Radstrecke. Andreas Dreiz hängt 2 Minuten dahinter. Der Oberfranke musste zu Beginn des Radfahrens anhalten. Seine Verpflegungsflasche vorne am Lenker hatte sich gelöst. Das Risiko, die Flasche zu verlieren, war zu hoch. Nun muss Dreiz alleine die Aufholjagd starten. Dann ein echter Schreckmoment für Sebastian Kienle. Im Gespräch mit einem Kampfrichter verliert der Weltmeister das Gleichgewicht, fährt neben die Straße. Doch einen Sturz kann Kienle gerade noch verhindern. Der Traum vom Sieg in Rot kann viel zu schnell vorbei sein. An der Frauenspitze fährt Lucy Charles ein einsames Rennen. An Motivation mangelt es trotzdem nicht. Die Britin versteht zwar kein Wort Deutsch, doch Emotionen kennen keine Sprachbarriere. Aber Charles hat einen psychologischen Nachteil. Sie ist die Gejagte. Das Radfahren ist die Paradedisziplin von Daniela Semmler. Die 29-Jährige sammelt eine Konkurrentin nach der anderen ein und schiebt sich auf Platz 2. Ihr großes Ziel, sie will den 10 Jahre alten deutschen Rekord von Sandra Wallenhorst knacken. Yvonne van Flerken nimmt bereits zum 8. Mal am Dativ Challenge Rot teil. Doch ein 4. Sieg erscheint unwahrscheinlich. Sie verliert nach dem Schwimmen genauso wie Laura Sidal an Boden. Beide werden von der Finnin Kaisa Sali überholt. Seit 35 Jahren pilgern Triathleten nach Rot. Vor allem ein Hotspot hat die Langdistanz weltweit berühmt gemacht. Der Solarer Berg mit über 40.000 Zuschauern.
Hier ist einfach das Herz vom Triathlon. Da muss man dabei sein. Schon ein bisschen laut. Aber ich finde es auch cool. Ja, gigantisch. Also super. Man läuft hier hoch. Die Menge an Leuten, die um 6.30 Uhr schon beim Schwimmen dabei sind, jetzt hier weiter. Das ist super. Auf der zweiten Radrunde wird die Strecke in Rot voller. Wurf und Kienle sind so schnell, dass sie viele Age-Grouper schon überrunden. Der Australier Wurf hat eine Woche zuvor den Ironman Nizza bestritten. Von Müdigkeit aber keine Spur. Dafür quält ihn jetzt etwas anderes. How is this going? Hey. It's okay for you, the race? I think so. I just got stung by a bee. Yeah. A bee here. Yeah. Oh. Mit über 80 km/h wirft sich das Führungsduo in die Abfahrt. Sebastian Kienle steht vor einer schwierigen Entscheidung. Soll er weiter dem halsbrecherischen Tempo von Cameron Wurf folgen oder lieber Kraft für den abschließenden Marathon sparen? Er lässt abreißen. Cameron Wurf fährt dem deutschen Topfavoriten Sekunde um Sekunde davon. Lokalmatador Andreas Dreitz erobert inzwischen Platz 3. Er schiebt sich am Amerikaner Jesse Thomas vorbei und bleibt damit vor dem Laufen in Lauerstellung. Cameron Wurf erreicht als erster die zweite Wechselzone und er wird seinem Ruf als Radrekordmann gerecht. 4 Stunden, 5 Minuten, 37. So schnell war nicht einmal Jan Frodeno bei seiner Weltbestzeit. Doch Laufen ist nicht Wurfs Paradedisziplin. Ob er seinen Vorsprung im Marathon verteidigen kann? Rund 2 Minuten später ist Sebastian Kienle da. Auch er bleibt unter dem bisherigen Radrekord von Jan Frodeno. Im Gegensatz zu Wurf ist Kienle ein starker Läufer. Sein Siegeswille ungebrochen. Andreas Dreitz erreicht die Wechselzone als Dritter, gefolgt von Jesse Thomas. Der Kampf ums Podium entscheidet sich wie so oft auf der Laufstrecke. Und dort zeigt Sebastian Kienle sofort, wo der Hammer hängt. Ein Kilometerschnitt von unter 3 Minuten 30. Der führende Cameron Wurf ist schnell in Sichtweite. Es ist ein ungleiches Laufduell. Der Australier hat sowieso noch die Vorbelastung aus dem Rennen in Nizza in den Knochen. Und der Deutsche hat sich beim Radfahren die Kräfte besser eingeteilt. Immerhin bleibt genug Luft für Smalltalk und Selbstironie. Oh, hallo Picknick! Ernst wird es jetzt für Lucy Charles. Die Britin hat immer mehr von ihrem Vorsprung verloren. Daniela Semmler liegt nur noch 4 Minuten zurück. Nun braucht der Triathlon-Shootingstar einen starken Marathon. So perfekt wie ihr Wurf mit den beiden Schwämmen. Daniela Semmler hochkonzentriert. Sie ist nicht nur auf Kurs deutscher Rekord, nun darf sie sogar vom Sieg in der Triathlon-Hauptstadt träumen. Die nächsten 42,195 Kilometer bringen die Entscheidung. Yvonne van Vlerken kommt als Dritte an. Die größere Gefahr allerdings die extrem laufstarke Finnin Kaisa Sali direkt hinter ihr. Sebastian Kienle läuft ein kontrolliertes Rennen an der Spitze. Die Halbmarathonmarke hat der Weltmeister aus Mühlacker fast erreicht. Dahinter rennt Andreas Dreitz ein vergleichbar hohes Tempo. Zwangsläufig schiebt er sich an Cameron Wurf vorbei auf den zweiten Platz. Wurf wird trotzdem seine bisher schnellste Langdistanz laufen, mit 7,58 sogar unter der 8-Stunden-Schallmauer. In Rot reicht das aber nur zu Platz 5. Dreitz hat sogar Kienle im Blick. Erstmal aber nur beim Entgegenkommen auf der Laufstrecke am Main-Donau-Kanal. Die legendäre Schotterpiste, auf vielfachen Athletenwunsch wieder größtenteils in die neue Laufstrecke integriert. Geblieben sind die Stimmungsnester am Marktplatz und beim Wendepunkt am Weiher in Büchenbach.
Sebastian Kienle wird von den Zuschauern nach vorne gepeitscht. Eine 250.000 Fans stehen beim Dativ Challenge Rot am Streckenrand. Einer der Gründe, warum Andreas Dreiz bei der Verfolgung nicht locker lässt. Sebastian Kienle ist an diesem Tag einfach nicht zu schlagen. Der 33-Jährige aus Mühlacker fügt seiner Ausnahmekarriere einen weiteren Meilenstein hinzu. Der Triumph beim Dativ Challenge Rot in 7 Stunden, 46 Minuten und 23 Sekunden. Absolut, also da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, ganz klar. Oh, Wahnsinn, also alles, Solarer Berg, der Einlauf hier im Stadion, also da kriegst du schon Muskelkater in Backen vom Grinsen, ja. Wie beschreibt man sowas? Sowas kann man nicht beschreiben, dann würde ich einfach mal sagen, es ist unbeschreiblich. Andreas Dreiz erreicht das Zielbanner in neuer persönlicher Bestzeit und feiert seinen zweiten Platz wie einen Sieg. Der Amerikaner Jesse Thomas wird Dritter. Im Frauenmarathon spielt sich ein Drama ab. Lucy Charles' Vorsprung wird immer kleiner. Gegen Rennende hat Daniela Semmler die Britin fest im Blick und saugt sich Meter für Meter heran. Bei Kilometer 33 übernimmt Semmler die Führung. Ein kleiner Zwischenspurt, um Charles auch mental den Rest zu geben. Doch so schnell gibt sich die Britin nicht geschlagen. Sie lässt Semmler kaum davonziehen und bleibt mit Sekundenabstand in Sichtweite. Ein echtes Sprintfinish bahnt sich an. Und nun ist Semmler die Gejagte, die sich auf den Beinen und ihr Tempo halten muss. Nur dann geht der Traum vom Sieg in Rot in Erfüllung. Die Schmerzen, aber auch der Wille, beides kann man im Gesicht der Darmstädterin ablesen. Von Siegesgewissheit noch keine Spur. Doch der Vorsprung hält. Daniela Semmler sprintet als Erste ins Roter Zielstadion. Richtig genießen kann sie die Stimmung auf den letzten Metern aber nicht. Lucy Charles ist ihr immer noch auf den Fersen. Die 11.000 Fans erleben ein denkwürdiges Frauenrennen. Daniela Semmler knackt nicht nur den deutschen Rekord, sondern feiert nach 8 Stunden, 43 Minuten und 42 Sekunden auch den größten Erfolg ihrer Karriere. Lucy Charles erreicht die Ziellinie nur 9 Sekunden später. Es ist das dramatischste, das knappste Roter Frauenrennen aller Zeiten. 4, 1, Finale! Beide völlig ausgepumpt, völlig fertig! Euer Applaus für die Champions! Ich kann es einfach noch gar nicht glauben. Also ich habe davon geträumt und irgendwie wusste ich vorher, heute ist was möglich. Ich fühle mich gut und irgendwie ist alles ein bisschen anders gelaufen. Ich bin irgendwie wirklich gut drauf, aber ja, dass das so ausgeht, also Wahnsinn einfach. I'm really, really happy. I found it really tough today, so even to make the finish line, I was just so happy and to get second place, yeah, even more happy. Kaisa Sali aus Finnland steht als Dritte auf dem Podium. Bei Daniela Semmler reicht die Kraft sogar noch für einen Freudensprung. Die Triathlon-Fans in Rot feiern einen deutschen Doppelsieg. Wenn die Profis schon fertig sind, haben viele Age-Grouper noch einen langen Abend vor sich. Gründe aufzugeben gibt es viele, aber das Rennen abzubrechen, keine Option. I'm exhausted, but thrilled that I'm gonna finish.
Ich finde es einfach schön. Es ist die schönste Sportart, die es gibt. Für mich. Finish and go to bed. I like suffering. So I do long distance triathlon. And I've heard this was the best awesome event. Gutes Essen, Melonen immer beibehalten, die sind super geil. Ja, und das nächste Mal sollte ich vielleicht ein bisschen mehr trainieren. I turned 60 in December and so I race as a 60-year-old and I wanted to do that to start my new decade. Best triathlon in the world. Thank you. 3400 Einzelstarter aus 76 Nationen sind dabei. 93% von ihnen erreichen das Ziel. Here she comes, the morning sun. Der DATEV Challenge Rot ist mehr als nur ein Triathlon. 35 Jahre, Leidenschaft, großer Sport und noch größere Emotionen. Time goes by.